Schneckenkornhund. Danach wird bei Google gesucht und das ist auch gut so. Zumindest, wenn die Suche nicht von feigen Hundehassern passiert, die nach einer Möglichkeit suchen, Hunde zu töten, weil sie zu feige sind, sich über das, worüber sie sich eben beim Hund ärgern, mit dem Hundebesitzer auseinanderzusetzen. Denn wir wissen doch eigentlich, das eigentliche Problem ist am anderen Ende der Leine. Aber das ist jetzt hier nicht das Thema. Es geht um die Gefahr, die von Schneckenkorn droht, auch wenn auf den Packungen steht, für Hunde oder für Haustiere ungefährlich oder ungiftig. Ja, denn das ist überhaupt nicht der Fall. Schneckenkorn ist eine große Gefahr für Hunde. Und warum ist das so? Dazu gleich mehr. Wussten Sie, dass es gesetzlich erlaubt ist, zu schreiben ohne Konservierungsstoffe, auch wenn das gar nicht stimmt? Diese Aussage bedeutet letztendlich, derjenige, der das Produkt auf den Markt gebracht hat, also der sogenannte Inverkehrbringer, der hat dem Produkt keine Konservierungsstoffe hinzugefügt. Aber wer weiß schon, was der oder diejenigen gemacht haben, die das Produkt vorher in den Fingern hatten. Ja, und so ähnlich verhält es sich auch mit dem Schneckenkorn. Was auf der Packung draufsteht, ist praktisch nicht in der Packung drin, denn Schneckenkorn ist eine große Gefahr für Hunde. Es ist nicht ungiftig, es ist nicht ungefährlich. Da gibt es zum Beispiel den Inhaltsstoff, das ist ein Gift, Methaldehyd. Das wirkt schon ab einer Menge von einem halben Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Hund tödlich. Methaldehyd kann die Schleimhäute im Maul oder auch in der Speiseröhre im Magen verätzen. Es kann zu blutigem Erbrechen kommen, Muskelzittern, Krämpfen und letztendlich zum Tod. Schneckenkorn kann sehr, sehr schnell wirken. Da kann es schon sein, dass die ersten Symptome schon nach etwa 30 Minuten auftreten und die tödliche Wirkung, die tritt sehr, sehr schnell ein. Es kann auch sogar noch früher sein als 30 Minuten. Das hängt natürlich von der Konstitution Ihres Hundes ab, es hängt von der Größe Ihres Hundes ab und es hängt dann ja auch letztendlich von der Menge des Giftes ab, die Ihr Hund aufgenommen hat. Ein anderes Gift ist zum Beispiel Methiocarb. Es gibt aber auch noch weitere. Das hängt dann vom Hersteller ab. Und Methiocarb kann auch noch mal zusätzlich zu massiven Atembeschwerden führen. Es sind Nervengifte und die führen zu Herzrasen, Muskelzittern, also Krämpfen und letztendlich zu Koma und Tod. Und die Gefahr droht natürlich zum einen im heimischen Garten, da die Gefahr unterschätzt wird. Aber auch in der Nähe von landwirtschaftlichen Betrieben, von Gärtnereien, überall da, wo Blumen und wo Gemüse angebaut wird. Das kann zum einen sich dann in einer Pfütze sammeln oder der Hund, ja, das sind jetzt Hunde, die besonders fressbegeistert sind, aber natürlich auch Welpen, die erstmal die Welt entdecken und alles Mögliche ins Maul nehmen, was sie dann später wahrscheinlich eher nicht mehr aufnehmen würden. Aber die entdecken die Welt und knabbern dann an allem Möglichen herum. Und aufgrund des geringen Gewichts von Welpen ist da natürlich die Gefahr noch mal besonders groß. Es kann aber auch sein, dass Ihr Hund sich einfach nach dem Spaziergang die Pfoten leckt und vielleicht ist auch noch ein Körnchen zwischen den Ballen noch irgendwo stecken geblieben. Das außerdem noch Gefährliche ist, dass das Schneckenkorn süß ist. Und manche Hersteller, die tun dann zwar Bitterstoffe mit hinein, aber das muss ein Hund nicht davon abhalten, dass er das Schneckenkorn aufnimmt. Was können Sie tun? Also,